Und damit also ein Hallo und herzlich willkommen zu der sichersten Methode, einen Win zu holen. Moisty Meyer, die beste Taktik, Leute. Falls ihr kein guter Spieler seid oder falls ihr keine Zeit habt zu zocken, aber trotzdem epische Wins holen wollt, beziehungsweise ein bisschen EP dazu fahren wollt, dann fliegt mit dem Bus ganz ans Ende, fahrt direkt den Fallschirm aus und fliegt Richtung Mitte, bis ihr wisst, wo die nächste Zone ist. Nachdem die Zone angekommen ist, versucht ihr irgendwo in der Mitte zu landen. In dem Fall ist es Retail. Wieso in der Mitte? Weil ich euch garantieren kann, dass ihr zu 100% in der nächsten Zone sein werdet. So, ich musste jetzt leider von den beiden Häusern abweichen, aber desto besser, Retail scheint ungelootet zu sein, beziehungsweise das Haus war ungelootet. Deswegen habe ich es einfach zu Ende gelootet. So, in diesem Haus konnte ich eine Deagle finden, eine blaue Tactical Shotgun und eine blaue Maschinenpistole. Leider kein Blue Life, aber dafür auch ein bisschen Materials. So, sollten wir unter die Top 10 kommen, was ich auch, wo ich mir zu 100% sicher bin, dann werden wir versuchen, einen Gegner zu holen, sodass wir dann von ihm die goldene Scar oder die blaue Waffe bekommen und halt Materials und auch sehr wichtig, Blue Life. Diese Taktik geht nicht an die guten Spieler von euch, die eh viel Zeit zum Zocken haben, die eh nur 20er Rounds machen, sondern diese Taktik geht an die nicht so guten Spieler unter euch, die nicht so viele epische Wins haben und die zum Beispiel vielleicht in der Schule ausgelacht werden, weil sie nicht so viele epische Wins haben. So, deswegen, so, holt euch mit dieser Taktik paar epische Wins und dann könnt ihr auch in der Schule flexen, dass ihr richtig viele Wins habt oder halt, wenn ihr irgendwie nebenbei Hausaufgaben machen müsst oder für die Schule lernen wollt, aber weil Fortnite live ist, wie bei mir, ich muss jetzt eigentlich auch lernen, deswegen macht ihr diese Methode nebenbei, weil ich hab gelernt und ich wollte nebenbei Fortnite zocken und da dachte ich mir so, Bruder, du machst doch eh immer diese Methode, wenn du lernst. Wieso zeigst du es nicht den anderen Leuten? Und es könnte sogar den Leuten, die nicht so gut in Fortnite sind, auch behilflich sein. Was ihr jetzt macht, ihr chillt einfach, weil die Kills bringen euch nichts. Es geht ja nur um den epischen Win, weil es ist ein Fortnite Battle Royale Modus. By the way, ich habe diesen Tipp schon im Geheimen, wie du im Battle Pass schneller levelst Video schon mal erwähnt, aber noch nicht so ausführlich. Deshalb mache ich jetzt ein extra Video dazu, weil die Nachfrage so hoch war. Hier das geheime Battle Pass Tipps Video. Da könnt ihr auch nochmal euren Battle Pass richtig schnell leveln und den Wolf innerhalb von ein paar Tagen bzw. Wochen, je nachdem wie weit ihr seid, voll bekommen. Community, wie ich es euch gesagt habe, wenn ihr relativ mittig landet, seid ihr auch zu 100% in der nächsten Zone. Das kann man schon quasi als Endzone sehen. So, die große Zone ist die erste Zone immer und das ist quasi die Endzone, wo sich das Endgame befassen wird. Deswegen, Leute, mein Tipp an euch, landet immer relativ mittig und ihr seid zu 99,9% in der nächsten Zone. Ob wir in der darauffolgenden Zone sind, ist, ich denke eher nicht, kann aber gut sein, wenn wir Glück haben. Natürlich, optimal wäre es gewesen, hätten wir irgendwo hier so gechillt, aber sowas kann man einfach nicht vermuten. Das ist dann eine Glückssache. Was wir jetzt machen, wir warten einfach wieder ab, Leute. Und es leben einfach nur noch 14 Stück. So, und sobald wir moven müssen, beziehungsweise einen holen müssen, werden auch nur noch 10 Stück oder so leben. Ja, jetzt nur noch 13 Stück mit mir, jetzt nur noch 12. Wie gesagt, Leute, das ist die sicherste Methode und die leichteste Methode, epische Wins zu farmen. Ob es Spaß macht oder ob man es immer machen sollte, davon rate ich eher ab. Nur wenn ihr wirklich keine Zeit habt oder nicht der beste Spieler seid und wirklich noch gar keinen epischen Win habt, beziehungsweise ein bisschen mehr haben wollt. Nur dann. Aber durch diese Taktik verbessert ihr euch nicht so. Das ist wirklich nur die Notfalltaktik, wenn ihr EP farmen wollt. Das wollte ich noch gesagt haben. Und falls ihr die nächsten Verlosungen, so die NFL-Skins, die Football-Skins, werden am 9. November rauskommen. Die werden wir verlosen über Instagram. Deswegen sehr wichtig, folgt mir auf Instagram. Da habe ich heute auch ein neues Bild hochgeladen. Wäre geil, wenn wir dort mal die 1000 Likes voll machen würden. ZemexYT heiße ich auf Instagram. Ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Auf jeden Fall abchecken, wenn ihr die nächsten Gewinnspiele nicht verpassen wollt, beziehungsweise bei Community-Umfragen dabei sein wollt. Also das ist nicht irgendwie gescriptet. So. Ich kann die Zone nicht beeinflussen. Wir sind einfach nochmal in der Zone. Also das ist jetzt wirklich Glück.
Glück. So, ich wusste, wir werden im nächsten Kreis sein, aber ich hätte nicht gesagt, dass wir nochmal im übernächsten Kreis sind. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht, wenn wir jetzt nochmal in der Zone sind. Das ist aber unmöglich. Danach müssen wir moven und es leben noch 9 Leute mit mir. Also wir sind schon mal Top 10 und es wird zu 100% der Win, Leute. Zu 100%. Oh mein Gott. Okay, wir haben wieder Glück. Die nächste Zone ist richtig nah, also wirklich, das ist ein Vorzeigebeispiel. Es ist First Try und es ist einfach ein Vorzeigebeispiel. So langsam müssen wir auch einen Gegner killen. Aber ich kann euch sagen, das wird zu 99% der Win. Auch wenn ich jetzt kein Blue Life habe und nicht die besten Waffen, sollten wir auch keinen killen. Wir haben die Murder Base auf jeden Fall am Start. Bisschen Materials. So, wir werden die Runde zu 100% gewinnen, Community. First Try. Hasta la vista, Baby. Hat der geschmeckt? Okay, Community, 101. 101, holy shit. 101. Bruder muss fucking los. Ich hab's euch gesagt, Leute, first try. Das glaube ich unsafe, was ich hier mache. Oh mein Gott, wo ist der letzte? 101, Community. Da oben. Nein, 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 nein. Leute, wir werden ihn direkt pushen. Fünfziger Hit. Der, ja, der Typ baut krank. Nein, 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 nein. Der, ja, ein Fallschaden. Man munkelt 200 IQ. Das war 200 IQ. Ah! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Also wirklich, ich bin nicht eingespielt, das war meine erste Runde des Tages. Der Typ, er hat gebaut wie ein Gott, er hat aber nicht zurückgeschossen. Holy shit. Ey Leute, wie viel Hits habe ich bitte mit der Tactical gebraucht? Bewerten und kommentieren nicht vergessen, so wie gesagt Leute, first try. Der Deagle Headshot war aber real vorhin, aber wirklich die Tactical kannst du in den Müll schmeißen. Wir hatten Glück wirklich, dass der Gegner nicht so gut war. Auf jeden Fall, falls euch das Video weitergeholfen hat oder euch die Taktik gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und teilt das Video mit euren Freunden, falls sie noch nicht so viele epische Siege haben. Das war's von meiner Seite aus. Peace, ich bin raus. Euer Simex und tschüss.